Ich denke, wir sollten die, die da sind, nicht dafür bestrafen, dass sie einigermaßen pünktlich gekommen sind, sondern eher denen, die noch nicht da sind, dann ein bisschen was entgehen lassen. Eine der zentralen Erkenntnisse nüchterner Lagebeurteilung, wie wir sie jetzt heute früh in den beiden Impulsvorträgen gehört haben, ist sicher, dass wir ohne Zuwanderung den Bedarf an Fachkräften nicht nachhaltig werden sichern können. Das sagt sich jetzt so ganz einfach, aber dahinter stecken viele Herausforderungen, zugleich aber auch, finde ich, immense Chancen, die wir sehen müssen. Über die wollen wir jetzt reden. Fachkräftesicherung durch gezielte, gesteuerte Zuwanderung und Willkommenskultur ist das Thema dieses Podiumsgesprächs. Ich will Ihnen ganz kurz die Teilnehmer vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge habe ich mir gedacht. Bernd Engelhardt in der Mitte ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart, auch Mitglied im Steuerungskreis der Fachkräfteallianz Region Stuttgart, insofern auch mit dem Welcome Center unmittelbar beschäftigt, das uns ja heute Nachmittag dann auch noch intensiver beschäftigen wird. Gary Pavkovic, zu meiner Rechten, leitet die Abteilung Integration der Landeshauptstadt Stuttgart, ist von Seiten der Landeshauptstadt auch zuständig für dieses gerade entstehende Welcome Center. Tobias Pieper, direkt neben ihm, leitet den Bereich Arbeitsmarkt und Politikberatung bei der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Er ist Vertreter auch der Agentur in der Fachkräfteallianz und insofern im Thema auch unmittelbar involviert. Joachim Schmieder, fast rechts außen, Referatsleiter Fachkräftesicherung im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und von Seiten des Landes, Herr Schmieder, auch unmittelbar zuständig für den Aufbau der Welcome Center im Land. Ja, und ganz rechts außen Dr. Andreas Streit, Geschäftsführer der MM Lab GmbH in Korn-Westheim. MM Lab als Unternehmen im Bereich von Telematiklösungen tätig, das können Sie uns ja nachher noch ein bisschen erzählen, worum es sich da handelt, hat einen hohen Fachkräftebedarf und hat in den vergangenen Jahren vielfältig Erfahrungen auch mit dem Gewinnen und dem Halten von Fachkräften aus dem Ausland gesammelt. Herr Dr. Streit wird aus seiner persönlichen Erfahrung im Unternehmen auch ein bisschen erzählen können. Ja, dass wir uns in Stuttgart zu diesem Kongress über Fachkräftebedarf und Willkommenskultur treffen, ist natürlich kein Zufall. Die Wirtschaft in der Region kommt gut voran. Man könnte fast sagen, sie boomt und sie ist technisch, industriell orientiert. Und da ist der Mangel an Ingenieuren und anderen wissenschaftlich-technischen Fachkräften sicher hier deutlicher spürbar als anderswo. Herr Engelhardt, ist denn das Thema Zuwanderung, was die Lösung des Fachkräftebedarfs angeht, in den Unternehmen auch tatsächlich angekommen, also Zuwanderung als ein Bestandteil bei der Lösung des Fachkräftemangels? Im Prinzip ja, wobei die Unternehmen ihre Fachkräfteproblematik natürlich zunächst mal auf dem Wege versuchen zu lösen, der am nächsten ist, nämlich mit den Fachkräften, die sie eventuell selbst ausgebildet haben, die ihr soziales Lebensumfeld im Umfeld dieses Betriebes auch haben. Die Unternehmen haben auch mit dem Thema Zuwanderung durchaus ihre schlechten Erfahrungen gemacht. Zuwanderung außerhalb der EU und war auch über viele Jahre aus bestimmten Ländern der EU, war restriktiv und war verbunden mit Bürokratie. Ganz kurz, ich erinnere daran, wir hatten in Baden-Württemberg bis etwa vor 10 Jahren geduldete Bürgerkriegsflüchtlinge aus den Balkanstaaten. Die waren dann in den Betrieben integriert und dann sollten die von heute auf morgen gehen. Das hat den Betrieben, ich sage mal, einen riesen bürokratischen Ärger gemacht. Vor dem Hintergrund ist das Thema Zuwanderung auch in manchen Betrieben, bei manchen Personalchefs durchaus auch noch negativ besetzt. Und zwar nicht mit Blick auf die Menschen, sondern mit Blick auf die Bürokratie. Haben Sie denn, Herr Pavkovic, manchmal Sorge, dass angesichts der Fokussierung, die gerade im Moment auf Zuwanderung liegt, die auf der Strecke bleiben, die schon hier sind und vielleicht nicht genügend qualifiziert sind oder doch qualifiziert sind, aber Heike Schiller hat heute Morgen den Fall dieses Ingenieurs, der Pakete ausführt, erzählt, die aber doch irgendwie den Weg in den Arbeitsmarkt hinein nicht wirklich geöffnet bekommen. Sorge, dass die auf der Strecke bleiben angesichts der Fokussierung auf Zuwanderung?
Mehrere Gruppen können auf der Strecke bleiben. Also wir haben noch keine gesteuerte Zuwanderung, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Wir haben eine Freizügigkeit und wir profitieren momentan von der Krise in Südeuropa. Wir haben bei den potenziellen Fachkräften auch internationale Studierende, die hier MINT-Fächer studieren und dann durch Hürden Deutschland unfreiwillig wieder verlassen. Wir haben ungesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus Südeuropa, wo wir das Beispiel haben, qualifizierte Menschen, wo aber Arbeitgeber Vorbehalte haben. Wir haben Probleme bei der Existenzgründung von Migranten als Selbstständige. Wir haben prekär Beschäftigte, also der Zahntechniker, der Vollzeit 1400 brutto in Stuttgart verdient. Und wir haben auch bei den zugewanderten Familien mit Kindern, die hier ins Schulsystem kommen und es keine genügenden Deutschkursangebote, Bildungsangebote für diese Kinder von Zugewanderten haben. Das heißt, das sind alles Dinge, die erstmal erschwerend sind. Und wir haben natürlich die hier Lebenden mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, die aufgrund von bildungsverzögerten Abläufen verspätet in die Wirtschaft hineinkommen. Und wir haben bei den Migranten hier einen Trend zu akademischen Berufen und dadurch einen verstärkten nochmal Fachkräftemangel in der beruflichen Ausbildung, weil die Migrantenfamilien möchten für ihre Kinder in der Regel akademischen Beruf, ob das immer realistisch und gut ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite machen die Kammern Jobbörsen und versuchen zu überzeugen, die Migranteneltern, die Migrantenjugendlichen, macht doch einen gescheiten, soliden Handwerks- oder Industrie- und Handelsberuf und stoßen darauf auf taube Ohren. Also insofern haben wir eine Gemengelage von Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Wobei den Zugang von hier lebenden Männern und Frauen zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, das sind wir ja eigentlich für den Bereich, Herr Pieper, für den Sie unmittelbar zuständig sind als Bundesagentur für Arbeit. Man beobachtet ja auf der einen Seite nicht bloß einen Fachkräftemangel, wenn man sich unsere Situation anschaut, sondern auf der anderen Seite auch eine gewisse Verfestigung von Arbeitslosigkeit bei eher gering Qualifizierten. Also stoßen Sie da auch an die Grenzen Ihrer Möglichkeiten? Ja, also das ist gerade für Baden-Württemberg mit so einer guten Arbeitsmarktlage, wie wir sie im Moment hier haben, ein ganz wichtiges Thema. Wir nehmen wahr, dass wir eine sehr hohe Fachkräftenachfrage haben, auch hohe Anforderungen von den Betrieben. Wir haben 65.000 offene Stellen aktuell im Bestand. Gleichzeitig stellen wir auch fest, dass wir einen Sockel an arbeitslosen Menschen haben, die sich eben sehr schwer tun, diese Stellen auszufüllen und auch nachhaltig dann in Arbeit zu kommen und auch darin zu verbleiben. Hier in Baden-Württemberg haben wir aktuell 23.000 arbeitslose Menschen, die junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren ohne einen Berufsabschluss. Das heißt, wir kümmern uns in einer ersten Priorität darum, diese Menschen auch fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Wir wollen 7.000 Förderungen oder Menschen zu einem Abschluss verhelfen bis in den nächsten 2 Jahren. Das ist mal unser erster Fokus. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Gruppen wie Frauen, wo wir noch sehr große Potenziale haben, die wir am Arbeitsleben noch viel mehr beteiligen könnten, als wir es bisher getan haben. Ein Strang zusätzlich zu diesen ganzen Bemühungen ist natürlich das Thema Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland, ist aus unserer Sicht eine ergänzende Strategie im Gesamtkontext aller verschiedenen Maßnahmen, die da erforderlich sind, um auch langfristig Fachkräfte hier in Baden-Württemberg zu sichern. Also ich denke, das haben die Vorträge heute früh auch gezeigt mit den ganzen Diagrammen, die wir da sehen konnten. Es ist eine ergänzende Strategie, aber es kann nicht der alleinige Weg sein, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Was machen Sie denn als Bundesagentur für Arbeit, speziell hier in Baden-Württemberg in diesem Bereich, was Zuwanderung angeht, was bieten Sie an? Also zunächst mal ist es hier in Baden-Württemberg ja sicherlich eine sehr gute Situation, weil wir hier eine Fachkräfteallianz im Land haben. Das heißt, wir haben eine Plattform, in der alle relevanten Partner hier zusammen agieren, zusammen mit dem Land. Und auch wir haben in den Regionen auch diese Netzwerke, weil Projekte, Programme, Aktivitäten, die erfolgen immer lokal und wirken lokal. Und auch da ist eine Struktur da, um eben erfolgreich Projekte und Programme da aufzusetzen. Wir suchen beim Thema Ausland eben zunächst mal im europäischen Umfeld, aber wie das heute Morgen auch schon durch verschiedene Vorträge von Herrn Dr. Geis und auch von anderen Kollegen
deutlich wurde, ist, dass eben das nicht ausreicht. Also allein im EU-Raum werden wir unsere Fachkräfte-Nachwuchssorge nicht lösen können. Das heißt, wir richten deswegen unseren Blick auch schon auf Drittstaaten und sind da eher noch ein bisschen am Probieren. Da gibt es eher im Projektstatus befinden wir uns da und versuchen dort aber auch aus Bosnien, aus Serbien zum Beispiel im Bereich der Pflege, Pflegekräfte zu gewinnen, ist natürlich ungleich schwieriger, weil eben noch andere Hürden damit verbunden sind, aufenthaltsrechtliche Hürden und. Aber auch da versuchen wir, einen Blick weiter nach vorn zu richten. Ein Handlungsfeld, das uns im Moment auch noch sehr wichtig ist, ist, dass wir uns in Grenzregionen auch versuchen, stark zu engagieren, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass es unter Umständen einfacher ist, einen Menschen aus dem Elsass nach Deutschland zu holen, aufgrund der sprachlichen Affinität, aufgrund der räumlichen Nähe, wie unter Umständen jemanden aus Spanien zu holen. Wir haben dazu im letzten Jahr 4 deutsch-französische Vermittlungsservices zusammen mit der französischen Arbeitsverwaltung eröffnet und haben da schon auch ganz vielversprechende Erfolge erzielt. Und wir hoffen, dass wir da weiterhin auf einem guten Weg bleiben. Herr Schmiede, Sie haben im Ministerium verschiedene Projekte angestoßen, auch die Zuwanderung zum Ziel hatten. Gibt es denn wirklich welche, die nachhaltig waren in dem Sinne, dass man sagen kann, geglückt, die Leute sind nicht bloß gekommen, sondern auch geblieben bis heute? Wir hoffen es. Zunächst mal das Thema Zuwanderung ist unter allen Handlungsfeldern, ein paar wurden schon angesprochen, relativ wenig transparent. Man weiß alles über die Beschäftigung von Frauen, Azubis, Älteren und so weiter, oder Personen, die hier schon leben, Migrationshintergrund. Beim Thema Zuwanderung tun wir uns relativ schwer. Auch diese Daten, die man immer hier sieht, Wanderungsüberschuss, wenn man hier mal alles abzieht, was nicht auf dem Arbeitsmarkt landet, Familiennachzug, Flüchtlinge, Studierende, da kommen sie zu ganz anderen Zahlen. Also wir gehen davon aus, dass etwa so 30.000 zusätzliche pro Jahr auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Wenn man das mal relativiert, anders als die 437.000. 30 für Baden-Württemberg. Ich rede nur für Baden-Württemberg. 30.000, wenn man das mal bezieht auf die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, das sind 4 Millionen, das sind nur unter 1%. Also ist wahrlich noch nicht viel, was hier passiert. Die Projekte, die Sie da ansprechen, das sind natürlich, wir sagen immer, kleine Feuer, die auch Licht machen. Ne? Das sind jetzt nicht die großen Stückzahlen, die wir da an Land ziehen. Das sind Projekte, der Herr Dr. Streit war ja beteiligt an diesem Nikolaus-Projekt. Da haben wir spanische Ingenieure geholt. Also die Regionen sind hier sehr aktiv. Die Region Stuttgart ist sehr aktiv, Schwarzwald-Bar-Heuberg, Nordschwarzwald und so weiter. Was auch viel passiert, das sind jetzt nicht nur die Ingenieure. Es passiert was bei den Facharbeitern, bei den Ausbildungsinteressierten, im Pflege- und Gesundheitsbereich insgesamt, auch Erzieherbereich, Stadt Stuttgart und so weiter, da passiert auch schon einiges. Aber jetzt zu sagen, das sind jetzt die großen Kracher, das haben wir jetzt alles ganz toll gesteuert, so weit sind wir noch lange nicht. Und ich sage nur eins, das Thema Zuwanderung ist derzeit eine Schönwetterveranstaltung. Die Konjunktur läuft hervorragend. Lassen Sie mal die Konjunktur ein bisschen eine andere werden. Dann heißt es schon wieder, ja, muss jetzt das sein, die internationale Fachkraft, haben wir nicht genügend eigene Probleme. Ich erinnere mich nur an das Jahr 2009. Da waren wir in Polen und überall, 2008. Dann kam 2009 die Krise, da war das schon nicht mehr so gern gesehen. Also man muss immer, also ich sage, wenn man das Willkommen ernst nimmt, muss man das durchziehen und nachhaltig und dauerhaft durchziehen. Darauf werden wir nachher auf jeden Fall noch ausführlich zu sprechen kommen müssen. Mich würde zunächst aber noch interessieren, Herr Streit, Sie sind schon angesprochen worden von Herrn Schmieder. Was haben Sie denn im Unternehmen für Erfahrungen gemacht? Sie waren damals an dieser Aktion Nikolaus in Spanien beteiligt, hatten dann spanische Ingenieure auch und die waren dann da, die sind gekommen und wie ging es weiter? Also diese Aktion Nikolaus war Dezember 2011, da hatten wir so die ersten Kontakte nach Spanien, um neue Arbeitnehmer, Fachkräfte zu akquirieren. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 49 Mitarbeitern, hauptsächlich Ingenieure, viele Softwareentwickler, weil wir mobile IT-Anwendungen entwickeln. Als kleines, junges Unternehmen, 9 Jahre, tun wir uns natürlich schwer, auf dem lokalen Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden. Deswegen waren wir über diese Aktion sehr, sehr dankbar, dass wir da die Möglichkeit hatten, einfach an Kontakte ranzukommen, Leute kennenzulernen. Wir haben über diese Aktion dann einen gefunden und über den wieder andere Spanier, die er kannte, die mit ihm studiert haben, von denen er wusste, dass sie zu uns passen würden.
dann sind insgesamt in Stoßzeiten bis zu 7 Leute, 7 Spanier bei uns im Unternehmen gewesen. Von denen, muss man sagen, sind ein paar Jahre her, von denen sind 4 auch schon wieder gegangen. Allerdings nicht zurück nach Spanien, sondern sie sind in Deutschland geblieben. Sie haben sich einfach fachlich ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, die sie eigentlich machen wollten. Kann man auch verstehen, das sind junge Leute, das sind die Lehr- und Wanderjahre, die haben bei uns mal so erste Erfahrungen gesammelt und machen jetzt natürlich das, was ihnen eigentlich am Herzen liegt. Aber insgesamt, vielleicht kann ich das noch anfügen, für uns war die Unterstützung durch die Arbeitsagenturen, durch die zentrale Arbeitsvermittlung sehr, sehr gut. Dafür möchte ich mich explizit bedanken. Ich denke, es ist auch, Herr Schmieder, was Sie gesagt haben, ist es ganz wichtig, die Wirtschaft, das Rückgrat der Wirtschaft sind ja eigentlich die kleineren und die mittleren Unternehmen. Da wird ja letztendlich der Umsatz gemacht, da werden die Leute beschäftigt. Und die sind natürlich so vielfältig wie die Leute in Baden-Württemberg, in Deutschland, so vielfältig wie die Leute auf der ganzen Welt. Das heißt, man braucht auch ganz viele kleine Initiativen, die spezielle Bereiche ansprechen. Ich glaube, es wird gar nicht gehen, dass man eine Lösung hat für alles und das ganze Problem Arbeitsmarkt ist damit gelöst. Das wäre eine Illusion. Mich hat ja eine der Folien von Shankar vorhin sehr beschäftigt, wo es um die Frage ging, warum holen sich Unternehmen nicht ihre Fachkräfte im Ausland, und als die Variante, die am meisten Hemmnis darstellte, war, die Möglichkeit war gar nicht gegeben. Also man war nicht informiert darüber, welche Möglichkeiten es gibt. Was würden Sie denn ganz konkret einem Unternehmen, einem mittelständischen oder einem kleineren Unternehmen raten, wie es da vorgehen soll, wenn es den Gedanken im Hinterkopf hat, wir wollen Fachkräfte möglicherweise im Ausland gewinnen? Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen. Wir haben als Industrie- und Handelskammern, derer es 79 in Deutschland gibt, auch ein Netz von Auslandskammern. Mit den Delegiertenbüros sind es etwa 120, und die bieten als Service zum Beispiel an, wenn sie Fachkräfte suchen, dass die sie dabei vor Ort unterstützen, in Zusammenarbeit auch mit den örtlichen Arbeitsagenturen. Das funktioniert zum Beispiel mit Portugal bei dem Thema Gesundheitsberufe, funktioniert aber auch in einem kleineren Umfang mit anderen Ländern. Aber auch da sind die Zahlen natürlich nicht so, dass sie jetzt hier schon große Zuwanderungszahlen zu erwarten sind. Aber diesen Service gibt es. Ja, also zunächst eine Empfehlung kann ich da schon aussprechen. Man kann ganz klar die Agenturen vor Ort mit diesem Thema ansprechen. Die Arbeitgeber können ihren Arbeitgeberservice der Agentur ansprechen und auch den Wunsch äußern oder die Bereitschaft äußern, eine Fachkraft, einen Bewerber aus dem Ausland zu nehmen. In einem internen Prozess können wir diese Stelle dann auch im Ausland bewerben. Wir haben eine internationale Abteilung in Bonn, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, dürfte vielleicht von einem oder anderen auch schon Begriff sein. Diese Abteilung arbeitet eng mit dem EURES-Netzwerk zusammen und hat im Prinzip ein Beraternetzwerk, in jedem Land Berater sitzen, und dort werden Rekrutierungsveranstaltungen, Messen durchgeführt, und diese Stellen können ganz konkret auch beworben werden, und Arbeitgeber können Vermittlungsvorschläge erhalten, so wie sie es von deutschen Bewerbern auch gewohnt sind. Die Stadt Düsseldorf hat japanisch und chinesisch sprechende Menschen vor Ort als Brückenbauer. Wenn jemand aus Japan oder China über die Goethe-Institute, über die Auslandsagenturen nach Deutschland kommen will, dann ist Düsseldorf erstmal die erste Wahl, weil die Leute dann, wenn sie nach Düsseldorf kommen, durch den Bürokratie-Dschungel auch gelotst werden, auch ohne ein Welcome-Center. Ich begrüße es, wenn die Agentur für Arbeit jetzt mittelfristig denkt und nicht kurzfristig. Die Wirtschaft denkt sehr kurzfristig. Jetzt, wie holen wir die Ingenieure aus Spanien? In 3 Jahren sind die Ingenieure wieder in Spanien. Ich hoffe es für Spanien. Dass wir jetzt schon in Richtung gehen, auch Anwerbestrategien aus Drittstaaten, und da empfiehlt sich, das ist auch die Wiener Zuwanderungskommission hat eine Empfehlung gehabt, wir haben enge und gute Beziehungen, gerade zu den Balkanstaaten, Bosnien, Serbien, viele Menschen, die dort Deutsch sprechen, Pflegebereich und so weiter, dass man hier im Prinzip gezielte, also auch regionale Kooperationen macht, von der Fachkräfteallianz der Region von Baden-Württemberg zu Drittstaaten, wo es schon historisch und durch die Flüchtlingswanderung der 90er Jahre sehr viele Menschen gibt, teilweise mit deutschem Schulabschluss wieder zurückgehen mussten, mit Berufserfahrung in Deutschland, also auch hier regionale Kooperationsnetzwerke macht und hier mit bilateralen Abkommen, das ist dann wieder Sache von Berlin, aber da hinwirkt auf die Politik, dass man hier auch gezielt, also nicht weltweit, wir kriegen die Leute von Philippinen, von Kamerun,
nach Stuttgart, Stadt und Region, sondern auch diese gezielten Brücken entwickelt. Da brauchen Sie aber auch interkulturell kompetente Menschen in der Fachkräfteallianz hier, die die Kontakte, Sprache und so weiter, die Netzwerke vor Ort kennen. Herr Schmieder. Also wir setzen ja große Hoffnung auf diese neuen Welcome-Center, die wir ja fördern. Das wäre natürlich... Oder sollen die originären Ansprechpartner für die Mittelständler in den Kommunen, in den Regionen sein und natürlich auch für die zuwandernden Fachkräfte? Wir fördern 10 Welcome-Center in den Regionen, ein landesweites Welcome-Center, einfach aus fachlichen Gründen für die gesamte Sozialwirtschaft, sprich insbesondere Pflege und Erziehung. Und da ist es natürlich ein großes Anliegen von uns, im Übrigen auch für alle Welcome-Center, wir treffen uns da regelmäßig, dass man aktiv auf die Betriebe zugeht und das Thema einfach mal einbringt, dass man sagt, da gibt es doch eine Möglichkeit. Es geht nur um eine Erstberatung, es geht um Hinweise dann, zum Beispiel in Richtung Arbeitsagentur, in Richtung Auslandshandelskammer. Es gibt auch private Personaldienstleister, es gibt das Career in BW, das ist ein Arbeit vom Arbeitgeberverband, eingerichtetes Netzwerk zur Rekrutierung von internationalen Fachkräften. Also für uns, und da sind wir auch wirklich, die Frau Ministerin Öhnerei hat es, glaube ich, gesagt, da sind wir wirklich deutschlandweit ganz weit vorne. Es gibt sowas in Hamburg, es gibt sowas in Dresden und Frankfurt, aber das war's schon, aber wir haben es wirklich flächendeckend. Und da werden wir wirklich darauf Wert legen, wir werden das auch als Land und als die Politik wird das Ganze bewerben, auch im Ausland im Übrigen. Da wären wir natürlich sehr froh, wenn das funktionieren könnte, aber wie gesagt, dauerhaft funktionieren könnte und sich nicht nur, aber auch in einzelnen Projekten. Herr Streit, mich würde bei Ihnen auch interessieren, was Sie denn jetzt aus diesen ersten Erfahrungen an Konsequenzen gezogen haben, die Sie gemacht haben mit den spanischen Ingenieuren. Im Vorfeld haben Sie mir erzählt, Sie haben inzwischen Ingenieure auch aus Bangladesch beschäftigt oder aus Kanada beschäftigt. Sind das alles Leute, die Sie dann mit Hilfe von behördlichen, verwaltungsmäßigen, verbandsmäßige Unterstützung gekriegt haben oder sind Sie ganz auf eigene Faust losgezogen? Nein, das sind ja wenige. Es sind einer aus Bangladesch, einer aus Kanada, einer aus Rumänien, einer aus Bulgarien. Das sind Leute, die uns gefunden haben. Da mussten wir nicht aktiv werden. Ich wollte noch dazu sagen, für uns ist wichtig, wir haben ein Interesse an einer nachhaltigen Fachkräfteentwicklung. Also wenn die Leute zu uns kommen aus Spanien beispielsweise, brauchen die eine gewisse Zeit, um sich einzuarbeiten. Sie brauchen eine gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren, um die Kultur, sowohl die deutsche Kultur als auch die Unternehmenskultur zu inkorporieren. Das heißt, wir haben überhaupt kein Interesse daran, die Leute nach 2-3 Jahren wieder abzustoßen, sondern wir wollen sie hier integrieren, wir wollen sie nachhaltig, langfristig hier haben. Gilt übrigens auch für deutsche Arbeitskräfte selbstverständlich. Bei den Spaniern beispielsweise ist es so, dass zwei von denen ihre Freundinnen mitgebracht haben und sich hier richtig häuslich niedergelassen haben. Das heißt, da ist auch nicht abzusehen, dass sie dann nach 2-3 Jahren wieder zurück wollen, sondern die sind erstmal da und gucken dann, wie es sich entwickelt. Jetzt sind wir unmittelbar an den Dingen dran, die dann zur Willkommenskultur auch wirklich gehören. Die Welcome Center sind ein Aspekt dabei, aber Willkommenskultur, das ist mein Eindruck, nachdem ich mich eine Weile mit dem Thema beschäftige, umfasst ja sehr viel mehr. Also man darf, denke ich, nicht den Fehler machen, der vielleicht in den 60er Jahren gemacht wurde, vor dem Hintergrund, dass man dachte, die bleiben ein paar Jahre und anschließend dürfen sie wieder heimgehen. Deswegen haben wir sie Gastarbeiter genannt damals. Wenn wir dauerhaft und nachhaltig Zuwanderer als Arbeitskräfte, aber auch als Menschen gewinnen wollen, dann müssen wir sie auch als Menschen willkommen heißen. Was gehört für Sie, wirklich Frage an alle, was gehört für Sie zentral zu dieser Willkommenskultur dazu, die wir entwickeln müssen? Herr Pavkovic, fangen Sie an. Der Begriff Willkommenskultur ist entstanden durch den Fachkräftemangel. Das heißt, Deutschland hat lange gebraucht, zu sagen, es ist ein Einwanderungsland, jetzt sind wir sogar ein Willkommensland, weil Fachkräfte fehlen. Aber wir haben eine selektive Willkommenskultur. Nach wie vor. Menschen gehen dahin, wo es bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen gibt und derzeit nach Deutschland, auch in die Region Stuttgart. Das heißt, die erste Brücke ist Beruf. Deswegen die Arbeits- und Wirtschaftsförderung mit der Fachkräfteallianz, gute Sache. Welcome Center, gute Sache. Man muss es verbinden auch mit der Integrationsförderung. Damit jemand bleibt, muss er sich hier beheimatet fühlen. Und die Welcome Center in Stuttgart haben wir eine besondere Situation, dass die Fachkräfteallianz mit der Wirtschaftsregion Stuttgart und die Stadt Stuttgart
Arbeits- und Wirtschaftsförderung und Integrationsförderung, Beheimatung zusammenbringt. Sie brauchen drei Brücken. Die eine Brücke ist ein Beruf. Die Leute kommen wegen Beruf erstmal. Sonst würden sie lieber in englischsprachige Länder gehen. Die ganzen Fachkräfte, die in Englisch ihren Master machen, in Asien, in Afrika, die beschweren sich schon die deutsche Sprache. Also wenn sie nach Deutschland kommen, die Brücke in Beruf, die Brücke durch den Behördendschungel, positiv gesagt zum Bürgerservice, dass man wohnen, Kindergartenplatz, Schule, aber die dritte Brücke ist in die Bürgergesellschaft, dass ich teilnehme an Sport, Kultur, Freizeit, Angeboten. Das heißt, wenn Welcome-Center nur den Blick haben, die Leute müssen Deutsch können und einen Arbeitsvertrag haben, dann gewinnen wir den Ingenieur aus Spanien. Aber wir können nicht halten, dauerhaft. Mhm. Der kann sich's aussuchen. Das heißt, es ist genauso wichtig, dass die Familie hier beheimatet wird, dass er sagt, das ist meine Heimat. Und da braucht es das Zusammenwirken von Wirtschaftsförderung und Integrationspolitik. Bei der Gastarbeiterzuwanderung hatten wir es nicht, bei Blue Card, Green Card hatten wir es nicht. Wenn ich sage, du darfst kommen, nach 5 Jahren prüfen wir wieder, ob du bleiben darfst, deine Familie ist unter Vorbehalt hier, der geht nach Kanada, nach Neuseeland, würde ich auch so machen. Das heißt, wir haben immer noch nicht eine wirkliche Verzahnung von Integrations- und Wirtschaftspolitik. Also ich würde das gerne ergänzen. Da sehe ich die Verantwortung bei jedem Einzelnen. Also das sind die Betriebe, die Leute integrieren. Und da ist natürlich so, in einem Großunternehmen gehen sie eher unter. In einem kleinen Unternehmen wie bei uns mit 49 Leuten, da kennt jeder jeden. Da weiß jeder, ah ja, der Jesus kommt aus Spanien. Da muss man versuchen, die Leute zu integrieren im täglichen Leben, mit ihnen Deutsch zu sprechen, damit sie Deutsch lernen, ihnen deutsche Eigenschaften, schwäbische Eigenschaften wie die Kehrwoche beizubringen, solche Dinge. Das muss einfach jeder im täglichen Leben machen. Und dann ist ein Welcome Center, das die Formalien unterstützt, ist sehr gut, ist herzlich willkommen. Aber das kann nicht diese emotionale Integration übernehmen. Also wobei ich den Eindruck habe, vor der emotionalen Integration kommen ja doch nochmal ganz andere Dinge. Also wenn da jemand mit Partnerin beispielsweise kommt, gehen wir mal davon aus, es ist ein Mann, der hier anheuert, dann kommt die Partnerin mit, die hat ja möglicherweise auch Interesse daran, einen Arbeitsplatz zu finden. Also für die muss ein Arbeitsplatz gefunden werden. Ich stelle mir in Stuttgart nicht ganz einfach vor, angemessene Wohnungen zu finden. Da können Sie behördlicherseits relativ wenig machen, wenn sie einen freien Wohnungsmarkt haben, in dem Menschen keine angemessenen Wohnungen finden. Also als sowas müsste in meinen Augen Bestandteil einer Welcome-Kultur auch sein, dass man sich um all das kümmert. Vor allem, wir müssen diese Welcome-Kultur auch mal nach außen tragen. Wir sitzen jetzt hier im Saal und reden darüber. Nur in den Ländern, über die wir reden, zumal in den Drittstaaten, hat das noch keiner mitbekommen, dass jetzt hier Teile der Gesellschaft, Teile der Wirtschaft, Teile der Politik sich mit dem Thema Willkommenskultur beschäftigen. Wir brauchen eigentlich jetzt eine Anwerbekultur und wir hinken jetzt in der Umsetzung der Willkommenskultur auch mit Blick der hier lebenden Migranten schon ein Stück weit hinterher. Aber wir brauchen dieses Tempo und um das umzusetzen, brauchen wir auch bessere politische Rahmenbedingungen. Wir haben im letzten Jahr mit der Einführung der Blue Card die eigentlich noch mal ein Stück weit verschlechtert. Nur wenn Sie ein hochqualifizierter Wissenschaftler, sprich ein Professor sind, dürfen Sie nach Deutschland aus einem Drittstaat ohne zeitliche Befristung. Alle anderen, wir hatten das auch mal für andere Hochqualifizierte, alle anderen dürfen nur kurzfristig hierher. Und die Frage, die Herr Dr. Nies anspricht, was ist denn mit den Partnern, die ist auch überhaupt nicht geklärt. Und da gehe ich doch, wenn ich ein High Potential bin aus Australien oder aus Asien oder einem anderen Land, dann gehe ich doch dorthin, wo ich nicht die Sprachhürde habe und wo ich die Möglichkeit habe, über eine geregelte Zuwanderung für mich und meine Familie eine langfristige Perspektive zu bekommen. Und auch daran müssen wir denken, daran müssen wir arbeiten. Gern, Herr Schmieder. Wir haben ja das große Problem in Deutschland, dass wir eigentlich erst über das Thema Zuwanderung, jetzt unabhängig von der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, seit Mitte 2012 reden. Ne? Das Thema haben wir ja auch so im Übrigen ein bisschen aufgestülpt bekommen von der EU. Man muss ja diese EU-hochqualifizierten Richtlinie umsetzen. Wir haben sie, finde ich, gut umgesetzt. Also ich finde, die Blue Card ist eine gute Geschichte. Die Blue Card ist besser, sage ich, wie jedes Punktesystem. Punktesysteme
zum Beispiel diskriminieren Ältere, wenn sie nach Kanada können, sie, wenn sie älter als 45 Jahre sind, nicht gehen. Da will sie niemand mehr. Ne? Wir haben nur einen einzigen Punkt, den man erfüllen muss, das ist die Mindesteinkommensschwelle. Ne? Was Herr Engelhardt sagt, ist natürlich richtig, die Niederlassungsfreiheit, also die, quasi die unbefristete Arbeitserlaubnis, erkriegen sie nach 33 Monaten, wenn sie gut Deutsch reden, nach 21 Monaten. Und was man immer wieder vergisst, und das ist für mich auch ein Riesenthema, das sind die ausländischen Studierenden an baden-württembergischen Hochschulen. Warum muss ich denn überall in der Welt herumfahren, wenn die Leute schon hier sind? Wir haben hier so viele ausländische Studierende, das sind 5000 Leute, die jedes Jahr hier ihren Hochschulabschluss machen, die muss man hier wirklich abholen, die muss man richtig gehend abgreifen. Da muss die Hochschule zusammenwirken mit der Wirtschaft. Denen muss man sagen, ihr habt ein ganz tolles Zuwanderungsrecht. Ne? Die dürfen ja hier 1,5 Jahre, früher war es 1 Jahr, einen Job suchen, sie dürfen länger arbeiten, die kriegen schon nach 2 Jahren die unbefristete Niederlassungserlaubnis. Das wissen die Leute alles gar nicht. Ne? Und da gehen die, OECD hat es ja ein bisschen berechnet, bis zu 80% gehen wieder zurück, ne, und sind ganz verwundert, dass es hier eigentlich ein System gibt, wo man sich eigentlich halten müsste. Also das ist auch ein ganz großes Thema, was wir auch mit den Welcome-Sendern zusammen machen wollen, dass man an die Hochschulen geht und diese Leute ganz, ganz gezielt anspricht. Wobei man das Thema offenbar an den Hochschulen auch durchaus entdeckt hat. Also die Uni Stuttgart beispielsweise macht ein vorzügliches Mentoring-Programm für ausländische Studierende, wo sie wirklich mit Mentoren versuchen, die ranzuführen, nicht nur an die Universität, sondern tatsächlich an das Leben hier auch. Also auch das gehört für mich zu so einer Willkommenskultur dazu. Herr Pavkovic, Sie wollten, Entschuldigung, Herr Pieper. Ja, also ich stimme Ihnen zu, die Hochschule für Technik Stuttgart, Uni Stuttgart sind auf uns zugekommen, auf die Stadt Stuttgart und gesagt, ein Drittel unserer ausländischen Studierenden verlassen unfreiwillig Stuttgart und Deutschland wieder, weil es mit Übergangsstudium, Beruf nicht klappt. Zum Teil machen die Leute Masterstudiengänge in Englisch und denken, die können dann überall mit Englisch beruflich einsteigen. Das in großen Betrieben geht das vielleicht, in bestimmten Branchen, aber in vielen nicht. Und oft sind die auf ihrem Campus während des Studiums. Das heißt, sie haben eben nicht diese Mentoring-Netzwerke, was wir unterstützen. Und nach dem Studium haben sie zwar 18 Monate, einen Job zu finden, entsprechend ihrer Qualifikation, aber wenn sie aus dem Studentenwohnheim kommen, keine Wohnung, ohne Beruf, kein Beruf ohne Wohnung, wenn Sie schwarzafrikanische sichtbare Minderheit sind und müssen Stuttgart Wohnung finden, dann merken Sie, dass die Willkommenskultur auf dem freien Wohnungsmarkt noch sehr eingeschränkt ist. Selbst die Leute schöne Formulierung. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, zusammen mit der Region Stuttgart, die internationalen Studierenden sind eine Zielgruppe, die wir gemeinsam im Blick haben. Da haben wir auch schon Informationsfilm gedreht, in Kooperation mit den Hochschulen hier aus der Stadt, gemeinsam, dass diese Übergänge gelingen. Sonst haben wir die Situation, dass wir den Ingenieur aus Spanien holen und den Ingenieur aus Drittstaaten, der in Stuttgart studiert, unfreiwillig Deutschland wieder verlässt, nicht in die Drittstaaten, sondern in die Einwanderungsländer. Ja, auch die Bundesagentur versucht, in diese Lücke zu stoßen. Wir haben auch in den größeren Agenturstandorten überall Berater für Akademiker und Hochschulabsolventen, die dann auch Beratung und Sprechstunden in den Hochschulen anbieten vor Ort, denn da auch teilweise Büros dann haben, wo dann konkret Beratung stattfindet. Und wir sind da auch im Moment dran zu schauen, vermehrt die Absolventen, die auch der baden-württembergische Markt braucht, noch mehr in den Vermittlungsprozess zu bringen, um dort auch einen Beitrag konkret zu leisten, weil es ist natürlich naheliegend, diese Personen abzuholen, wenn die eben schon hier am Markt sind und die auch gerne hier bleiben möchten. Eine kurze Ergänzung, auch gerade für dieses Studium in Deutschland müssen wir international mehr werben. Wo können Sie auf der Welt so hochqualifiziert akademisch ausgebildet werden und zahlen nichts dafür? Ja, wir sind ja hier auch im internationalen Wettbewerb, aber da haben wir einen Vorteil, weil in der Regel das Studium umsonst ist und selbst da, wo für bestimmte Masterstudiengänge von privaten Hochschulen Gebühren verlangt werden, sind sie im internationalen Vergleich relativ gering und auch das ist etwas, was wir international stärker bewerben müssen. Wenn wir im Kontakt sind mit Leuten aus Südamerika oder Asien, dann erzählen mir oft Leute meines Alters, ja, ich habe in Deutschland studiert, aber meine Kinder, die studieren jetzt in den USA. Das müssen wir wieder umdrehen. Gern. Zu den Angehörigen. Also die Kollegen von Hamburger Welcome Center haben uns gesagt, dass aber auch bei Hochqualifizierten, wenn der Ehepartner, Ehepartnerin keinen Job findet in absehbarer Zeit, ziehen einige auch wieder weiter. Weil Ziel ist jetzt nicht nur, dass einer arbeitet und die Ehepartner, Partnerin
klassische Rollenteilung macht. Das sind sehr qualifizierte Leute, die derzeit nach Deutschland kommen. Und es ist Ziel, dass beide Beruf haben können, dass Kita-Schulversorgung stimmt, dass auch mehrsprachige Bildungsförderung ihrer Kinder stimmt. Und deswegen denke ich auch, dass wir in Stuttgart auch diese Brücken machen müssen, weil wir momentan auch jetzt bei den hier länger lebenden russischsprachigen, Ü45, Spätaussiedler und so weiter, vielen sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren, weil sie eigentlich sehr qualifiziert sind, aber keinen Zugang mehr zum Arbeitsmarkt kriegen. Wir müssen da auch Angebote schaffen, dass es auch hier Beschäftigungsmöglichkeiten gibt für die Ehepartner. Und das Dritte ist, man entscheidet sich auch über die Kinder. Was ist ein guter Bildungsstandort? Was ist ein guter Kulturstandort? Dresden ist in Stuttgart, gegenüber Stuttgart ein Handicap. Wenn sie als sichtbare Minderheit zu später Stunde an bestimmten Plätzen sind. Das heißt, diese ganzen weichen Standortfaktoren sind genauso wichtig, dass man Sicherheit, Bildung, Kultur, Internationalität lebt. Und deswegen sage ich es nochmal, es geht nicht nur um Arbeitsplatz für jemanden, die Leute können sich aussuchen. Amsterdam, Austin, Auckland, Stuttgart oder Convestheim, die sind mobil. Das heißt, wir müssen mehr bieten als, sage ich mal, nur den Arbeitsplatz. Für mich sind diese weichen Faktoren, die Sie gerade ansprechen, ein sehr zentraler Punkt noch. Ich erinnere mich an eine Debatte über deutsche Leitkultur, die wir in diesem Land vor etwa 10 Jahren noch hatten. Ich habe auch mit einiger Irritation zur Kenntnis genommen, wie die Schweizer Volksabstimmung ausging, was die Beschäftigung von Ausländern angeht, diese Überfremdungsfurcht. Sie haben, Herr Schmieder, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Moment ein Schönwetterphänomen hier haben. Gehört es nicht zur Willkommenskultur auch dazu, dass wir, ich sag mal, an den Köpfen unserer deutschen Mitbürger arbeiten? Also sprich, eine breite Offensive für eine Willkommenskultur und für Deutschland als Zuwanderungsland tatsächlich praktizieren, um möglichst Willkommenskultur auch in der breiten Bevölkerung gelebt zu sehen. Völlig richtig. Was wir hier als Datum wirklich der deutschen Gesellschaft auch mitnehmen können, vorher wurde es schon erwähnt, diese hohe Qualifikation der Neuzugewanderten. Man muss doch irgendwo den Leuten klar machen, wir haben einen Mangel an Fachkräften, der sich künftig verstärkt. Es kommen gute Leute, die nehmen niemandem den Arbeitsplatz weg. Im Gegenteil, es gibt immer komplementäre Verhältnisse von gut und weniger gut qualifizierten Arbeitskräften, dass man einfach sagt, also die neuen Zahlen sind ja so, 80% der neu zugewanderten Arbeitskräfte sind Fachkräfte. Mit dieser Zahl kann man doch punkten. Die Politik, das ist das andere. Die Politik muss natürlich in der Gesetzgebung, hat es ja jetzt zum Teil gemacht, offen sein. Ich glaube, unser Zuwanderungsrecht kann sich sehen lassen international. Dann die Verwaltung muss natürlich mitmachen. Ich habe aber auch größtes Verständnis dafür. Ich kann nicht jeder Ausländerbehörde sagen, jetzt wäre schon mal ganz kurz zur Einwanderungsbehörde. Der musste noch bis vor kurzem die Leute hier abhalten. Wir haben immer noch einen Anwerbestopp von 73. Man wollte die Leute ja gar nicht, ab 73. Und dann die Wirtschaft, die muss natürlich sagen, wenn sie auf der einen Seite den Fachkräftemangel beklagt, muss natürlich auch sagen, ich bin bereit, eine internationale Fachkraft auch einzustellen. Natürlich ist es aufwendiger wie eine andere Fachkraft, aber je knapper das Arbeitsangebot wird, desto weniger werden auch die Kosten sein, denke ich mal. Also den Geringqualifizierten nachzuqualifizieren, den Deutschen, sage ich mal, ist bestimmt nicht weniger aufwendig, wie eine internationale Fachkraft einzustellen, wobei ich jetzt da niemanden jetzt das auseinanderdividieren will. Ich brauche alles, ich brauche wirklich alles. Aber ein Thema muss auch für die Wirtschaft sein, die Leute einzustellen. Und ich lese dann die neuen Zahlen, dass nur 10% aller Betriebe in Deutschland auch wirklich aktiv rekrutieren oder Fachkräfte rekrutieren, ist auch so ein schreckliches Wort, hört sich immer so nach Militär an, Fachkräfte gewinnen wollen, dann ist es einfach auch noch zu wenig. Und auf der anderen Seite wird dann immer wieder gesagt, ja, das Zuwanderungssystem sollte man noch besser machen, aber irgendwo, und die EU haben wir ja, die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit haben wir ja, da kann ja jeder wirklich aktiv sein. Kurze statistische Ergänzung zu den 10%. Wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht bei allen Ausbildungsbetrieben in der Region Stuttgart und gefragt, seid ihr bereit, Auszubildende aus dem Ausland einzustellen, sicherlich mit Fokus auf Südeuropa, und 36%
der Ausbildungsbetriebe haben gesagt, ja, das machen wir. Diese Zahl ist eigentlich ein riesengroßer Erfolg, wenn man sieht, dass ein Großteil der Ausbildungsbetriebe nur einen oder zwei Lehrlinge haben. Also der Aufwand, einen ausländischen Auszubildenden zu beschäftigen, in den kleinen Betrieben natürlich erheblich größer ist. Das Interesse bei den Betrieben über 200 Beschäftigten ist deutlich über 60%. Also das mag schon auch ein Zeichen sein, dass in den Betrieben ein Umdenken beginnt und durchaus die Bereitschaft da ist, den Fokus bei der Personalpolitik auch auf das Ausland zu legen. Ich spitze, was die weichen Faktoren angeht, vielleicht noch mal ein bisschen zu. Also wenn ich eine international gefragte Fachkraft wäre, dann hätte ich wenig Interesse, in eine Landeshauptstadt wie Stuttgart zu kommen, wenn ich bei der Wohnungssuche mit großen Schwierigkeiten konfrontiert bin, weil meine Hautfarbe nicht ganz so ist wie die Hautfarbe der hier Geborenen. Ich hätte wenig Interesse, an der einen oder anderen Stelle sonst mit Gepflogenheiten konfrontiert zu sein, die nur wirklich das klassisch Schwäbische sind, auch wenn sie den Mitarbeitern die Kehrwoche nahegebracht haben. Aber ich finde, wichtig ist, dass eine Stadt sich auch als liberal bis auf die Knochen präsentieren kann, dass sie mit ihrem Angebot, ihrem kulturellen wuchern kann und dass die Menschen, denen ich als Fachkraft begegne, als international Gesuchte auf der Straße mir entgegenkommen, so dass ich merke, jawohl, die wollen mich wirklich. Die machen es nicht gezwungenermaßen, die wollen mich nicht nur als Arbeitskraft hier haben, sondern die wollen mich als Mensch, die sehen mich als Bereicherung. Also nochmal die Frage, müssen wir nicht in der Hinsicht wirklich das Thema auch stark forcieren? Mein Eindruck ist, dass die Wirtschaft aufgrund des Fachkräftemangels das Thema in den Vordergrund gestellt hat und die Politik im Grunde vor sich hertreibt seit einiger Zeit, um es zuzuspitzen. Die Politik aber nicht bislang die Chance ergriffen hat, jedenfalls nicht, was die Gesamtheit der Parteien angeht, das Thema wirklich zu forcieren. Möglicherweise aus Sorgen, dass die Stimmung in der Bevölkerung doch eine andere sein könnte. Aber müssen wir das nicht riskieren, da wirklich was voranzubringen? Ja, wir bringen ja auch was voran, auch jetzt durch die Welcome Center und das Welcome Center Stadt und Region. Also in Stuttgart ist eine tolerante Stadt, das ist immer relativ. Zwei Drittel der Stuttgarter sagen in der letzten Bürgerumfrage, sie sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der Integration von Einwanderern in Stuttgart. Ein knappes Drittel ist ambivalent und nur 5% sind offen xenophob, in anonymen Bürgerumfragen. Das ist gut. Wenn Sie Stuttgart jetzt in den nächsten Wochen erleben, heute von Marktplatz Istanbul über Afrika-Festival, Sommerfestival der Kulturen und vielen anderen Dingen, die Stadt ist international auch im Sichtbaren. Es gibt sowas wie eine schwäbische Leitkultur, wer arbeitet, wer etwas leistet für das Allgemeinwohl, wird anerkannt. Wo wir jetzt noch einfach Defizite sehen, sind in Strukturen. Wir haben keine Willkommensstrukturen. Sie haben die Ausländerbehörde angesprochen als ein Aspekt. Also wir müssen mehr Internationalität und Lotsensysteme, und da sehen wir das Welcome Center als hier sehr wichtig. Also bezahlbaren Wohnraum werden wir nicht schnell schaffen. Aber wir brauchen diese Brückenbauer in die Stadtgesellschaft, aber auch in die Strukturen, in den städtischen Ämtern. Es reicht nicht, dass wir wie demnächst in Stuttgart ein gutes Team haben von Region und Stadt, die mehrsprachig sind, sondern die weiterführenden Integrationsschritte in die Fachämter, in die anderen Institutionen, in die Schulen. Da muss auch diese Kulturalität, Internationalität auch über Personen da sein, über Kompetenz da sein. Und da ist in Verwaltung, öffentlicher Dienst, Stadt und Land noch einiges zu tun. Also wenn der spanische Ingenieur kommt und sein Kind kann kein Wort Deutsch und er kommt nicht zum Schuljahrbeginn, sondern im Mai hat er den Vertrag bekommen, nächstes Jahr oder im Dezember kommt das Kind in einer Vorbereitungsklasse an einer Grundschule oder im Sekundarbereich in einer Hauptschule, Werkrealschule. Und dann ruft der spanische Ingenieur und seine Frau an und sagt, mein Kind soll Deutsch lernen. Dann sage ich ihm, das muss aber in der Schule Deutsch lernen. Nein, das reicht nicht. Das ist so eine Sammelklasse, das sind Flüchtlingskinder aus Afghanistan und wir möchten zusätzliche Angebote. Und da ist jetzt die Landesregierung gefragt, dass wir auch, das betrifft das Kultusministerium, wir auch entsprechende Angebote in anderen Schularten haben, dass wir diese Anerkennungskultur sichtbarer machen, die wir haben, als die Stuttgarter Ausländerbehörde Einbürgerungskampagnen forciert hat.
hat die Vorgänger-Landesregierung gesagt, wieso macht ihr das? Das ist nicht euer Job. Stand im Koalitionsvertrag der früheren Bundesregierung. Das heißt, Stuttgart hat gesagt, wir müssen auch sichtbar machen über Institutionen, dass die Menschen willkommen sind. Da ist noch ein Zusammenwirken von Bund, Land und Stadt notwendig, dass in diesen Strukturen mehr stattfindet. Ich finde es wunderbar, dass wir jetzt immer wieder Punkte haben, wo auch deutlich wird, wo Defizite sind. Und ich würde gerne mit Blick auf die Uhr in eine Schlussrunde eintreten, die uns dazu nochmal die Gelegenheit gibt, wobei ich auch die positiven Seiten durchaus hören wollte von Ihnen. Also Antwort auf zwei Fragen von jedem von Ihnen. Wo sind wir denn auf einem guten Weg und wo ist ein dringendes Problem, das wir angehen müssen, damit Willkommenskultur wirklich gelingt? Herr Streit, würden Sie beginnen? Also auf dem positiven Weg ganz klar die Integration europäischer Fachkräfte, die, wenn die hierher kommen wollen, das geht so einfach wie noch nie. Die müssen sich im Prinzip nur anmelden im Rathaus und dann sind sie da. Die Unterstützung, die sie bisher kriegen, ist auch sehr gut. Wo ich denke, wo man arbeiten muss, wo Politik als in einer Vorbildfunktion sehr gefragt ist, ist diese emotionale Einstellung der Bevölkerung, eine positive Einstellung gegenüber Zuwanderern. Ich habe so das Gefühl, wenn man schaut in der Geschichte, unsere Eltern, unsere Großeltern, die waren in Deutschland, da war der Franzose und der Spanier schon ein Ausländer, war so ganz weit weg. Dann gab es die Entwicklung mit der EU. Heute ist es eher so, dass das EU-Europäer, die gehören schon noch so dazu. In dem Moment, wo sie eine andere Hautfarbe haben, sind dann diese Ressentiments in der Bevölkerung. Und man kann nicht warten, bis diese Globalisierung praktisch in der nächsten Generation dann angekommen ist, sondern man muss sehr schnell was machen, damit die gesamte Welt bei uns sich wohlfühlen kann. Ein bisschen Seitenthema, wo ich auch vielleicht einen Impuls an die Politik geben möchte, ist, wenn wir Fachkräfte suchen, das A und O ist die Bildung, das ist ein paar Mal angesprochen worden heute. Da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, wenn man ein sehr gutes Bildungssystem, wie wir es hier in Baden-Württemberg hatten, wenn man da dran rumschraubt und es verändert, sodass am Ende Schüler länger in der Schule brauchen, um den gleichen oder den Bildungsabschnitt Abschluss zu bekommen, den sie eigentlich brauchen. Da sollte man eher schauen, dass das System durchlässiger wird, dass für jeden Ausbildungsweg irgendwo eine Möglichkeit da ist für jedes Kind, dass es genau das macht, was es braucht. Das andere Thema, genau das Alter. Wir sollten eigentlich länger arbeiten. Da habe ich auch kein Verständnis dafür, wenn die Politik dann aus Parteipolitikgründen oder um irgendwelche Wählerstimmen zu sammeln, das Rentenalter wieder runtersetzt. Da würde ich mir wünschen, dass die Politik etwas vernünftiger handelt. Herr Schmiede, machen Sie direkt weiter. Okay. Wo wir auf einem guten Weg sind, EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ist statuiert. Da gibt es ja wahrscheinlich wenig zu rütteln. Es gibt vielleicht Probleme, wenn ich an Sozialversicherungsrecht denke, dass man eben auch private Krankenversicherung von Frankreich nach Deutschland mitnehmen kann. Funktioniert das? Oder auch Rentenansprüche, da gibt es ja auch die Problematik. Das glaube ich schon an. Oder nehmen Sie das andere. Muss geschrottet. Ne? Genau. Drittstaaten. Blue Card finde ich gut. Aber wir brauchen mehr beruflich qualifizierte Fachkräfte. Hier haben wir ja den größten Mangel in Baden-Württemberg, technisch ausgebildete, dual ausgebildete, beruflich qualifizierte. Diese neue Beschäftigungsverordnung, die über eine Positivliste Mangelberufe auflistet. Ich kenne den Erfolg noch nicht, ich glaube, den gibt es bisher gar nicht. Es ist ja schwierig, auch nicht nach Deutschland zu kommen und vom Ausland aus dann einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben als Blue Card-Inhaber. Können Sie ein halbes Jahr nach Deutschland ohne Arbeitsvertrag und eine Arbeitsstelle suchen, wünsche ich mir die Positivliste, dass man das vielleicht anders macht oder auch mal zunächst mal evaluiert. Das wäre ein Punkt, dann, was ich ganz wichtig erachte, was ich mir wünsche, wenn ich da, oder zwei Wünsche, wenn ich die frei habe, die ausländischen Studierenden gewinnen, halten, umwerben. Und dass die Welcome-Center in Baden-Württemberg einfach angenommen werden und gut funktionieren. Herr Engelhardt, Ihre Wünsche? Ja, das ist Positive ist in meiner Wahrnehmung, die Integration funktioniert doch ein Stück besser, als wir das immer, sage ich mal, ganz bewusst befürchtet haben. Integration findet auch sehr stark im Betrieb statt. Wenn wir daran denken, dass wir in Stuttgart, Herr Pavkovic, glaube 40% Menschen mit Migrationshintergrund haben, dann kann man sagen, das ist auch in vielen Belegschaften so, dass sie, ich sage mal, fast die Hälfte, manchmal sogar über die Hälfte
Menschen aus anderen Ländern haben. Um da noch mal ein Stück weit weiterzukommen, brauchen wir die Unternehmer. In den großen Betrieben brauchen wir auch die Gewerkschaften. Kurze Anmerkung, ich bin froh, sage ich jetzt auch als Arbeitgebervertreter, als Wirtschaftsvertreter, dass wir in der Fachkräfteallianz die Gewerkschaften mit am Tisch haben. Die spielen hier auch eine wichtige Rolle und da setze ich auch drauf, dass die da auch an dem Strang mitziehen, wenn es um die Optimierung der Integration geht. Ich wünsche mir eine geregelte Zuwanderung, eine Besserung der Zuwanderungsmöglichkeit, eine Optimierung der Werbung, eine internationale Standortwerbung. Es war ein Fehler, die Goethe-Institute an vielen Orten zu schließen. Solche Institutionen brauchen wir. Wir brauchen die Botschaften. Unsere Auslandskammern ziehen da schon mit, aber auch da ist noch was optimierbar. Ja, ich will jetzt nichts wiederholen. Ich will mich auf einen Aspekt begrenzen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir hier in Stuttgart über sowas sprechen. Ich glaube aber, dass wir auch an die anderen Regionen in Baden-Württemberg denken, die nicht so weit voran sind bei dem Thema. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, ein attraktives Zuwanderungsmarketing zu denken. Auch in Regionen, die vielleicht nicht so attraktiv sind im internationalen Vergleich wie jetzt so eine große Stadt wie Stuttgart, wo auch schon viel passiert. Ich glaube, da wären wir für Baden-Württemberg, aber auch für Deutschland gesprochen, denke ich, auf einem wichtigen Weg, wenn wir das schaffen würden, uns attraktiver darzustellen, auch im internationalen Kontext. An die Adresse des Bundes, eine gesteuerte Einwanderungspolitik für Drittstaatler über das schon genannte hinaus jetzt schon auf den Weg zu bringen. An die eigene Adresse als Selbstverpflichtung der Stadtverwaltung Stuttgart. Wir wollen mehr Migrantinnen und Migranten in höher qualifizierten und bezahlten Positionen haben. Also nicht nur im unteren Bereich, weil das auch die Brückenbauer sind zwischen öffentlicher Dienst und Stadtgesellschaft. Und an die Adresse der Wirtschaft. Ich bin zuversichtlich, dass die Welcome Center, die das Finanz- und Wirtschaftsministerium landesweit auf den Weg gebracht hat und das Stuttgarter Welcome Center Stadt und Region, also ein Joint Venture von Wirtschaft und Kommune, erfolgreich werden. Aber ich wünsche mir auch seitens der Wirtschaft, der Wirtschaftsunternehmen, dass sie diese Willkommensstrukturen auch längerfristig finanzieren, weil irgendwann diese europäische und sonstige stiftungsbezogene, länderbezogene Förderung hinausgehen. Diese Welcome Center sind Willkommensstrukturen, die brauchen wir für die nächsten Jahrzehnte. Und wir müssten jetzt schon auch die Wirtschaft gewinnen, sich hier ihre Pflicht, ihre Verantwortung zu übernehmen, die Kofinanzierung dieser Willkommensstrukturen zu übernehmen. Es gibt weder die einfachen Lösungen noch den Allheilweg, sondern wir haben eine Menge zu tun und eine große Palette von Aktivitäten, die zu entwickeln sind. Das ist das, was ich aus unserer Diskussion mitnehme. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir haben es einigermaßen pünktlich geschafft. Es gibt Mittagessen und in einer Stunde geht es hier weiter. Guten Appetit. Applaus